Dies ist das Einkaufszentrum von Plate. Und nun werfen wir einen Blick auf den privaten Edeka-Markt. Wir sind jetzt hier an der Schule und jetzt werden wir mal reingehen und mal gucken, ob da drinnen irgendwie was los ist. Kommt mal rein. Gehen wir mal rein, mal gucken, ob hier was los ist. Ah, da sitzt schon unsere liebe Sekretärin, Frau Bernstedt. Da wollen wir sie mal gleich fragen. Frau Bernstedt, wie viele Schüler gehen denn jetzt so hier an die Schule? Etwa 320 Schüler haben wir hier. Das ist ja doch eine ganze Menge, muss ich sagen. Haben Sie jetzt noch viel zu tun? Im Moment bin ich gerade fertig mit Essengeld abrechnen. Und heute ist ja Freitag, dann ist bald Schluss für mich hier. Dann wünsche ich mir noch einen schönen Feierabend. Wir werden uns dann nachher nochmal Herr Bennemann vorknöpfen. Und dann gehen wir jetzt mal hin. So, wir führen jetzt ein kleines Interview mit Herr Bennemann, unserem Schuldirektor. Jetzt fragen wir ihn einfach mal, Herr Bennemann, wie lange existiert diese Schule schon? Oh Gott, die Schule existiert mindestens schon seit 40 Jahren. 40 Jahren? Das ist schon ganz schön lange. Und draußen wird ja gerade wieder gebaut, so wie ich das sehe. Was wird denn da entstehen? Naja, das entsteht ja nicht ganz neu. Das war früher unser alter Kohlenschuppen. Und da wir keine Kohleöfen mehr haben, haben wir das Gebäude jetzt frei. Ein Essenraum soll drin entstehen und wenn dann für die Klassenräume gebraucht werden, dass die mal ein bisschen feiern können oder so. Also wir werden so eine kleine Theke einbauen und Stühle, Tische. Naja, so. Gut, dann danken wir Ihnen schon. Das war's dann schon. Vielen Dank für das Interview. Wir sind jetzt hier vor unserem Klassenzimmer. Wir werden jetzt mal reingehen und mal fragen, was Frau Tümmler so noch zu tun hat. Komm, wir gehen mal rein jetzt. Wir gehen mal rein. Mal gucken. Ja, hier ist ja noch ganz schön was los. Guten Tag, Frau Tümmler. Wie lange machen Sie denn jetzt hier noch Unterricht? Oh, wir machen jetzt genau noch 10 Minuten Unterricht. 10 Minuten, das ist ja nicht mehr lange. Und wie macht sich so hier die Klasse? Oh, die Klasse macht sich ausgezeichnet. Wir sind gerade beim Lesen und Nico gibt jetzt gleich mal eine Leseprobe. Nico, lies mal den Text bitte nochmal von vorne an. Bitte mal die Kamera auf Nico. Etta Maxim Jemu, Piat Nazit Liet. Reicht das? Ja, das war auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich würde sagen... Ja, mal sehen, wie das hier die Mädchen so machen. Na gut, nehmen wir sie hier gleich. On Chadashom, Gabarit, Maschi, Football. Das war nicht schlecht. Haben wir kapiert. Gut, dann werden wir sie nicht weiter stören. Dann verabschieden uns jetzt hier noch in der Klasse. Tschüss. Tschüss. War schon Schulschluss? Oh, die Kinder freuen sich aber. Die Störbrücke von Plate wurde angefangen zu bauen im Jahre 1991. Sie besteht aus einer aufwendigen Stahlkonstruktion. Zwei Ampeln und die Schranken dienen der Sicherheit der Autofahrer. Die Schiffsampeln am Störkanal geben den Bootsfahrern Bescheid, wann sie eine Durchfahrtserlaubnis haben. Der gemauerte Unterbau hat eine große Schiffsdurchfahrt und zwei kleine Bögen an jeder Seite. Die zwei Pfeiler und die zwei drehbaren Tragebalken sind auf der rechten Seite. Zwei Zugstangen verbinden die Tragebalken mit einem Brückenkörper. Mit dieser Hilfe lässt sich die Brücke hochziehen. Das Drehgelenk sorgt für die Bewegung der Zugstangen und Tragebalken. Rechts und links der Brücke ist eine Durchfahrtsbegrenzung. Auf beide Brückenseiten ist ein Zaun zur Sicherheit der Passanten. Eine schöne Gegend hier am Störkanal. Jetzt stehen wir vor der 300 Jahre alten Kirche. Sie ist Plates Wahrzeichen.
Das ist das Haus des Pastors. Jetzt stehen wir vor dem Privatsender Antenne MV. Wir sind jetzt vor dem Versandservice und den Störkanalstudios. Wir befinden uns jetzt an der Tankstelle, die gleich an der Pelater Hauptstraße liegt. Gleich daneben befindet sich auch ein Getränkemarkt Meier und ein Baustoffhandel Bock. Wer sich sein Wohnzimmer neu mit Teppich einrichten will, fährt am besten zum Teppichhof in Plate. Wer Baustoffe braucht, kommt zum Raiffeisen-Baumarkt. Das ist das Floristikgeschäft Scheffel. Das ist die 18 Jahre alte Feuerwehr. Sie löscht jeden Brand. Das ist das Haus des Bürgermeisters, Dr. Hebig. Das ist der Sportplatz von unserem Heimatort. Und das da hinten, das ist unsere Turnhalle. Im Plan der Bahnhof werden jetzt gerade die Schranken runtergedreht.
Und da rollt auch schon der Zug aus Parchim ein. Wir stehen jetzt hier in Bekadl. Bekadl ist ein Ortsteil von Plate. Hinter mir sehen Sie jetzt das Bekadler Neubaugebiet, was 1991 errichtet wurde. Na, Appetit bekommen? Dann kommt doch am besten selber mal nach Plate. Ich verabschiede mich jetzt hier, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder.